Im 19. Jahrhundert lebte ein Mathematiker, der so genial war, dass selbst das große Genie Albert Einstein ohne seine Vorarbeit nie so berühmt geworden wäre. Sein Name war Bernhard Riemann. Er entwickelte nicht nur die Theorie der gekrümmten Räume, ohne die Einstein vermutlich niemals in der Lage gewesen wäre, seine Relativitätstheorie aufzustellen, sondern er war auch ein Genie auf fast allen anderen Gebieten der Mathematik. Die Arbeiten Riemanns waren so brillant, dass heute für den Beweis oder Gegenbeweis der sogenannten Riemannschen Vermutung über die Verteilung der Primzahlen 1 Million US-Dollar Preisgeld vergeben werden. Außerdem beschäftigte sich Riemann tiefgehend mit dem Wesen der mathematischen Unendlichkeit. Dabei entdeckte er etwas absolut Paradoxes. Er zeigte nämlich, wenn man unendlich von unendlich subtrahiert, dann ergibt sich daraus genau Pi. Wie kann das sein? Woher kommen diese merkwürdigen Zusammenhänge? Und wie kann man überhaupt Unendlichkeiten voneinander abziehen? Und keine Angst vor Mathe, in diesem Video folgen nur ganz simple Rechenschritte. Die Unendlichkeit nistete sich zum ersten Mal in den Köpfen der Mathematiker ein, als sie sich mit Summen beschäftigten. Mit gewöhnlichen Summen hatten die Mathematiker keine Probleme. Wir alle wissen, wie sie funktionieren und welche Regeln für sie gelten. Zum Beispiel ergibt minus 2 plus 5 plus 7 10. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, in welcher Reihenfolge wir die Zahlen addieren. Auch die Summen 7 minus 2 plus 5 oder 5 minus 2 plus 7 ergeben natürlich 10. Doch sowohl in der Mathematik als auch in der Physik kam bald die Frage nach unendlichen Summen auf. Man stellte sich die Frage, kann man unendlich viele Zahlen zusammen addieren und trotzdem einen endlichen Wert erhalten? Es zeigte sich schnell, dass das tatsächlich möglich ist. Addiert man zum Beispiel 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 bis ins Unendliche, dann wird diese Summe natürlich auch unendlich groß. Addiert man dagegen 1 plus 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus 1/16 und so weiter, dann ergibt sich, wenn man diese Summe unendlich lange fortführt, exakt die Zahl 2. Denn bildlich bedeutet diese Summe nichts anderes, als dass man ein Quadrat der Fläche 1 nimmt und dann nochmal die Hälfte davon hinzufügt. Von dieser Hälfte nimmt man wieder die Hälfte, also 1/4, und fügt diese hinzu. Man sieht leicht, führt man diesen Prozess unendlich lange fort, dann füllt man damit genau 2 Quadrate mit der Fläche 1. Egal wie lange man diese Summe fortführt, ein Flächeninhalt von 2 wird niemals überschritten, sondern nähert sich der 2 nur immer weiter an. Doch diese unendlichen Summen scheinen etwas Paradoxes an sich zu haben. Wir können sie nämlich auch verwenden, um zu beweisen, dass 1 gleich 2 ist. Mathematiker haben gezeigt, dass die unendliche Summe 1 minus 1/2 plus 1/3 minus 1/4 plus 1/5 und so weiter genau den Logarithmus von 2 ergibt. Was in der Mathematik ein Logarithmus ist, ist für dieses Video nicht wichtig, nur dass der Logarithmus von 2 hier das Ergebnis ist. Doch was passiert jetzt, wenn wir die Zahlen neu ordnen, also einfach in einer anderen Reihenfolge hinschreiben? Von der endlichen Summe wissen wir, dass das keinen Effekt auf das Ergebnis hat. Wir entfernen also jede vierte Zahl und entfernen dann von dem, was übrig bleibt, jeweils die Brüche mit geradzahligem Zähler. Jetzt nehmen wir die oberen Zahlen und fügen sie jeweils in die entstehenden Lücken ein. Nun fassen wir noch ein paar Brüche zusammen. Wir haben jetzt also durch die neue Anordnung der Zahlen die Reihe 1/2 minus 1/4 plus 1/6 minus 1/8 und so weiter erhalten und sehen etwas Seltsames. Das ist exakt die Hälfte der ursprünglichen Anordnung der Summe, von der wir wissen, dass sie den Logarithmus von 2 ergibt. Denn 1/2 ist die Hälfte von 1, 1/4 ist die Hälfte von 1/2, 1/6 die Hälfte von 1/3 und so weiter. Daher muss das Ergebnis auch 1/2 mal das ursprüngliche Ergebnis, also 1/2 mal den Logarithmus von 2 sein. Dann haben wir aber auch gezeigt, 1/2 mal den Logarithmus von 2 ist gleich dem Logarithmus von 2 selbst. Oder anders gesagt, 1 ist gleich 2. Wie kann das sein? Bricht die Mathematik etwa an der Unendlichkeit zusammen? Tatsächlich ist die Mathematik selbst konsistent. Riemann konnte allerdings beweisen, dass wir bei der Behandlung von Unendlichkeiten nicht so naive Schlussfolgerungen ziehen dürfen, wie wir es aus der Alltagsmathematik gewöhnt sind. Er bewies nämlich den paradox erscheinenden Fakt, dass es bei unendlichen Summen nicht egal ist, in welcher Reihenfolge man die Zahlen hinschreibt. Betrachten wir wieder die vorherige Summe und teilen sie jetzt in eine reine positive Summe und eine reine negative Summe auf, dann lässt sich mathematisch leicht beweisen, dass die beiden Summen unabhängig von der Reihenfolge der Zahlen unendlich groß werden. Rechnen wir also unendlich minus unendlich, indem wir die beiden Summen voneinander abziehen, dann erhalten wir wieder den Logarithmus von 2. Ziehen wir wieder unendlich minus unendlich ab, aber verändern vorher die Reihenfolge der Zahlen so, wie wir es eben getan haben, sodass 1/2 mal der Logarithmus von 2 herauskommt, dann ergibt in diesem Fall unendlich minus unendlich 1/2 mal den Logarithmus von 2.
Riemann zeigte schließlich, dass wir durch die Subtraktion von Unendlichkeiten tatsächlich jede beliebige Zahl erhalten können, die wir uns vorstellen können, und somit auch die Zahl Pi. Nehmen wir unsere beiden Summen her, die jeweils Plus und Minus unendlich ergeben, dann können wir zuerst so viele positive Zahlen addieren, bis der Wert gerade größer als Pi ist. Jetzt können wir wieder so viele negative Zahlen nehmen, bis wir wieder unterhalb von Pi sind. Fügen wir jetzt wieder die positiven Zahlen bis 1/409 hinzu, dann erhalten wir 3,1432. Wir sind also gerade so oberhalb von Pi. Da wir unendlich viele Zahlen zur Verfügung haben und sich diese auch zu unendlich aufaddieren, wissen wir, dass es immer genügend Zahlen gibt, um über oder unter Pi zu kommen. Und da die einzelnen Summanden immer kleiner werden, wissen wir auch, dass wir durch diesen Prozess der Zahl Pi immer näher kommen. Führen wir ihn unendlich lange fort, erhalten wir also exakt die Zahl Pi. Es gilt also unendlich minus unendlich gleich Pi. Dieses Verfahren kann man letztendlich verwenden, um die unendliche Summe in unendlich viele verschiedene Weisen anzuordnen und somit nicht nur Pi, sondern jede beliebige Zahl zu erzeugen, die wir uns vorstellen können. Wir haben also nicht bewiesen, dass 1 gleich 2 ist, sondern dass gewisse unendliche Summen paradoxerweise einen anderen Wert ergeben, wenn man die Zahlen in einer anderen Reihenfolge aufschreibt. Somit ist unendlich minus unendlich nicht nur Pi, sondern auch 1, 2, 17.284 und auch unendlich selbst. Der Gedanke an die Unendlichkeit beschäftigte die Menschen schon lange. Ist das Universum unendlich groß? Wird es unendlich lange existieren? Letztendlich können wir die Unendlichkeit nur mit den abstrakten Objekten der Mathematik erfassen, die jenseits von räumlichen und zeitlichen Grenzen existieren. Und wenn wir versuchen, die Unendlichkeit mit der Sprache der Mathematik greifbar zu machen, scheint sie sich unserem Verständnis durch ihre Paradoxien direkt wieder zu entziehen. Auf die Frage, warum manche Menschen in Mathe besser abschneiden als andere, gibt die Wissenschaft eine höchst überraschende Antwort. Auffällig ist, dass Jahr für Jahr bestimmte fernöstliche Länder in internationalen Vergleichstests wiederholt am besten abschneiden. Während die Suche nach einem ethnisch bedingten Mathe-Gen vergeblich war, ermittelte Professor Bo von der University of Pennsylvania einen anderen Zusammenhang. Diese Rangfolge entspricht fast genau der Rangfolge der Länder, in denen die Schüler auch bei völlig anderen Aufträgen am längsten dran blieben. Diese antrainierte Konzentrationsfähigkeit kann durch kulturelle Unterschiede in der Erziehung interpretiert werden. Auch andere Wissenschaftler zeigen, ob Personen in Mathe immer besser werden oder nicht, wird vor allem durch ihre Fähigkeit ihrer Konzentrationssteuerung bestimmt, die nicht angeboren ist, sondern sich so stark verändern lässt, dass sich das zuständige Hirnareal verdünnt oder verdickt. Leider steht genau diese Aufmerksamkeitsspanne in Verdacht, durch moderne Unterhaltungselektronik in der Bevölkerung immer weiter abzufallen. Die gute Nachricht ist, dass sich unsere Aufmerksamkeitssteuerung durch Ernährung, Schlafmuster und mentales Training positiv beeinflussen lässt. Verdickt sich das zuständige Hirnareal, wird es immer leichter, sich länger zu konzentrieren. Bei Modern Brain lernst du dein Gehirn zu verstehen, um rasant zu lernen und deine Bildungswege mit Leichtigkeit zu durchlaufen. Zusammen mit exzellenten Hirnforschern und den Machern von 100 Sekunden Physik. Mehr dazu auf modernbrain.de.